Hallo und willkommen zum Tourauftakt heute, den ersten Tag. Das ist mein Vorhaben heute von Hua Hin, ich zeige es mal ganz grob, zum Ziel U Tong hier oben. Und ich werde heute überhaupt kein Highway, zumindest den Highway Nummer 4, ganz auslassen und werde hier hinten durch die Botanik grobe Richtung Kengrachan fahren, aber diesmal nicht am Stausee entlang, sondern weiter unten hoch und dann hier hinten über, hier liegt irgendwo Suan Pueng und dann geht es ganz dicht an die Grenze zu Myanmar. Alles eine wunderbare Strecke, die ich schon kenne und dann so schräg hoch nach Nordosten. Über Kanchanaburi, dann zum Ziel. Es wäre nett, wenn ihr meinen Kanal abonniert, bevor ihr weiterguckt. Und wenn ihr nicht abonniert, könnt ihr trotzdem weitergucken. Und es geht los. Suan Pueng ist die Ortschaft. Jetzt auf die Hauptstraße. Genau. Kennen wir doch alles. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Willkommen auf meinem Kanal und es geht wieder los auf Tour. Ich bin heute unterwegs von Hua Hin, quasi auf dem Weg nach Kanchanaburi, aber heute mal überhaupt kein Highway, ja, sondern durch wunderbare Landschaften. Geht es hier hoch. Ich habe eben die Ortschaft Suan Pueng durchfahren und wieder verlassen natürlich. Ich gehe jetzt weiter nach Nordwesten bis dicht an die Grenze zu Myanmar. Bin bereits knapp 160 Kilometer unterwegs und werde wie gesagt über Kanchanaburi fahren, aber da heute nicht übernachten, das habe ich so oft gemacht, sondern mein Tagesziel heute ist U Tong. Das ist eine kleine Ortschaft unweit von Suphanburi. Da werde ich übernachten, da habe ich eine Unterkunft reserviert, gestern telefonisch. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid und bis jetzt war es eine wunderschöne Fahrt. Herrliche Natur. Man ist natürlich nicht so schnell wie auf dem Highway, aber dafür entschädigt einen das Fahren und die herrlichen Landschaften. Temperatur ist ideal. Ich bin heute Morgen irgendwo bei 23, 24 Grad weggefahren. Jetzt ist es kurz vor 10. Und es ist immer noch angenehm. Aber wir befinden uns noch immer so ein bisschen in der kalten Phase. Wir hatten ja zwischen Weihnachten und Neujahr kühle Temperaturen, zumindest für Thailand. Und ist jetzt nicht mehr ganz so kühl, aber immer noch schön.
den Streckenabschnitt, den ich jetzt fahre oder was ich jetzt bis jetzt auch gefahren habe, ist kein Neuland für mich. Aber immer wieder schön zu fahren. Bin heute Morgen um kurz vor 7 weg. Das wird jetzt im Januar mit Sicherheit vorerst die letzte Tour in den Norden. Ich hoffe, dass im Norden noch nicht der Smog überwiegt. Könnte man noch Glück haben, sollte man noch Glück haben im Januar. Dann Februar, März fahre ich nicht mehr da hoch. Weil da ist es dann im März auf jeden Fall definitiv sehr schlechte Luft in Nordthailand. Wunderschöne Gegend hier, wirklich. Die ganze Zeit schon eigentlich. Ja, der weitere Plan für die nächsten Tage ist morgen von Utong über Nakhon Sawan, dann den 1er Highway hoch. Da fahren wir wieder Highway. Aber der macht schon Spaß, weil er sehr schnell geht. Nach Ban Thak, da will ich morgen dann übernachten. Und übermorgen von Ban Thak. Dann wieder die 1175, altbekannt, rüber an die Grenze zu Myanmar. Und dann die 105 hoch. Nach Nesaryang, da werde ich wieder übernachten. Von da aus dann auf jeden Fall den Mae Song Loop wieder, den fährt ich da ein. Sehr wahrscheinlich bis Pai. Da wieder Übernachtung und dann weiter nach Chiang Mai. Das sollte ich, wenn alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, am Donnerstag ankommen. Da muss ich vorher noch koordinieren, denn in Chiang Mai möchte ich gerne den Service machen lassen, die 650er, darauf dann den 36.000 Kilometer Service, den ich im Pistenshop machen lassen will. Nichts Wildes diesmal, halb Ölwechsel, Ölfilter, Luftfilter. Das war's. Dürfte schon gewesen sein. Eventuell neuen Hinterreifen. Mal schauen, wie er bis da oben aussieht. Ja, und von in Chiang Mai, wie gesagt, ein, möglicherweise zwei Tage Pause. Und danach habe ich noch keinen rechten Plan. Ich möchte wieder als östlichsten Punkt Loi anfahren. Aber wie, weiß ich noch nicht. Und auf welchen Etappen weiß ich auch noch nicht.
Ich erreiche Kanchanaburi. Habe jetzt kurz vorher noch an dieser kleinen PTT-Tankstelle gehalten und eine Kleinigkeit gegessen, aber wirklich nur eine Kleinigkeit. Es ist jetzt ganz schön warm geworden, aber noch okay. Ja, Kanchanaburi werde ich heute nur durchfahren. Um dann eben weiter nach Utong zu fahren, meiner Unterkunft. Und zwar habe ich jetzt noch 65 Kilometer bis Utong. Ja, hier kommt die Brücke. Und auf der anderen Seite liegt dann das eigentliche Kanchanaburi. Ja, es war eine schöne Fahrt heute, wunderschön muss ich sagen. Und ich bin am Ziel in Utong und bin hier in diesem kleinen, ja, wie man es nennt, Homestay nennt sie sich, EAP Homestay, untergebracht. Habe ich gestern Abend telefonisch gebucht, nachdem ich bei Booking.com und Co. nichts Gutes gefunden habe in dem Ort. Und das Zimmer kostet 500 Baht und ist tadellos dafür. Und hier das Zimmer scheint alles relativ neu zu sein, die ganze Anlage. Passt alles schön sauber, alles was man braucht. Und wie gesagt, 500 Baht. Badezimmer ist auch okay. Ja. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Und hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen.
Die Eindrücke, die ich heute wieder gewonnen habe und unterwegs erlebt habe, waren wirklich schön. Und es ist halt leider so, ich habe schon öfter gesagt, da kann man filmen, wie man will. Das kriegt man im Video nur sehr, sehr bedingt rüber. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und morgen, den Plan habe ich ja schon verraten im Video, geht es dann weiter und die Folgetage auch. Und so werden wieder Videos auf die Reihe kommen.